Bike-Vorstellung Fatbike. Das ist eigentlich das Radl, was den größten Einsatzbereich hat für unsere Radl. So komisch das jetzt klingt, so ist es aber, weil man kann im Sommer fahren, oder? Und auch im Winter fahren. Klar, es tritt ein bisschen schwerer. Technisch Passage ist es jetzt nicht so handlich. Aber wie gesagt, es ist eigentlich das Radl für das ganze Jahr. Unsere Fatbikes, die Petra und die Wicke von Sörli mit Stahlrahmen. Ich habe einen One, ich hätte auch gerne einen Stahlrahmen gehabt, hat es aber nicht gegeben. Sörli war mir zu toll, ich habe damals den One genommen und aufgebaut. Unsere Fatbikes haben relativ schmale Tretlager für Fatbikes, nur 100 mm Board. Daher tritt es sich einfach besser, weil der Kupplung nicht so extrem ist. Und Hinterbaubreiten von 177 bzw. 170 auf Schnellspanner. Schaltung fahren wir 11-fach, vorne mit 30, hinten mit 12, glaube ich, auf 46 die Übersetzung. 60 ist da. Und hat zum Schluss relativ einen großen Rettungsanker noch. Der Sprung ist zwar recht groß, aber beim Fatbike sind es wirklich nicht darauf an, schnell fahren oder so, sondern da geht es mehr, dass man da irgendwie hinkriegt. Bereifungsmäßig bin ich hinten auf dem 4.0er, Sörli nicht am Weg und vorne auf dem 4.8er Maxxis Minion Front. Das sind echt super Reifen. Und beim Fatbiken ist wichtig, spart es echt nicht bei den Reifen. Also da spart es am falschen Platz, weil das ist eigentlich der meiste Grip zum Auszuholen oder meiste Funktion. Federgabemäßig vorne rum schon 20 mm, arbeitet super. Das ist ein ganz die einfache Remote Lock. Kann man zwar mit der Compression zudrehen, ein bisschen blockt. Und das war es eigentlich von den her. Steckachsen und das Rad vorne. Zahlt sich wirklich aus. Und alles andere ist da eher relativ simpel, weil sie unter Anführungszeichen nur ein Hardtail ist. Ja, aber zum Rahmen selber zu umwandeln, ich sage, dass er recht cool ist. Ich mag das ganz gern, dass die Streben auseinanderzogen sind. Das sieht man da. Da ist er gerade für einen Fatbike-Rahmen wesentlich steifer. Und was ich noch gemacht habe, aber einen Steuersatz external da vorne, jetzt kriege ich nur mehr einen Zentimeter. Und das macht es dann beim Lenkwinkel aus, da ist das Rad ungefähr bei 66 Grad. Und das ist für ein Fatbike, wie gesagt, im Sommer eigentlich auch komplett unterschiedlich. Ja, das war es eigentlich im Groben gewesen. Pedalemäßig, ich fahre im Winter Flats meistens, weil es beim Fatbike durch so ist, also vor solche muss einmal oder so, wo man halt mehr gehen muss. Und wegen der Kälte, oder? Und wegen der Kälte sowieso, weil die Radschuhe nicht schlecht sind im Winter mit Klickpedale. Oder für so eine Plattform, halt wo man einklickt. Aber die Plattform halt den Vorteil hat, wie gesagt, wenn es einmal schnell sein muss, eist nicht auf und du bist halt gleich runter. Und alles andere ist eigentlich das. Und die Bremsen? Normales Radl. Ja, Bremsen auch Standard, also nichts Aufregendes, SLX-Bremsen. Mal, da sollte man eher schauen, dass man wartungsarme Bremsen hat, wo es wirklich einwandfrei funktionieren, weil gerade im Winter ist es halt oft, dass das aufeist und so. Und die SLX funktioniert da ganz nützlich. Ja. Welche Rahmengröße hast du? Das ist ein M 18 Zoll. Das ist mir ein bisschen zu klar genug gefahren, aber es geht noch. Das ist halt relativ cool, weil das Radl kann man bis 29 plus fahren für die Reifen. Jetzt hat man halt relativ einen kleinen Rahmen, aber große Laufräder und ist halt extrem wendig noch. Also ich würde sagen, so die meisten Drehs im Sommer da immer mit dem nur zutrauen zum Fahren, außer was halt eher schmaler wird und man hängen bleibt mit den paar Reifen, würde ich auslassen. Reifenbreite hast du schon gesagt, 4.0, oder? Gesagt, ja. Genau, der Druck ist abhängig, wie es jetzt ist. Oder? Also bei viel Schnee oder so, nicht zu viel Druck, damit sich der Reifen dann richtig reinarbeiten kann in Schnee, weil das schneit da rein. Fahren kannst du mit nur weniger Druck fahren. Das denkt ihr, ich habe glaube ich einmal 0,8 Bar fahren drin. Aber durch diese Reifengröße und durch das Volumen lasse ich sie relativ gut auf. Ein bisschen länger Vorbau habe ich da wie im Sommer genommen, weil der Rahmen mehr Druck aufs Vorderradl bringt. Dann kann ich besser randrucken, genau. Oh, das klingt jetzt eh schon. Geht nicht mal aufhören. Schaltet wieder ein. Mein Schuli habe ich auch schon vorgestellt. Kann ich euch verlinken. Tschüss.